sie 6 Minuten vor 8. Ich will sie jetzt zur Grundschule gebracht, habe ich Unterricht. Ich komme gerade zurück von der Fahrstunde und es war einfach meine schlimmste Fahrstunde überhaupt. Heute ist ja Samstag, das heißt, das Büro ist zu, aber ich meine, das Büro hätte mir jetzt auch nichts gebracht und so. Aber ich meine, halt für diese Woche war das die letzte Fahrstunde, die mir eingeplant war. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen will, muss ich irgendjemanden anschreiben. Aber ich will die halt persönlich fragen, ob sie mir einen erneuten Plan geben kann, weil in meinem Plan stehen nicht alle Fahrlehrer drin. Und ich habe da so einen Kopf, aber vielleicht schreibe ich mal den an, den ich vorher hatte. Dass ich vielleicht schon mal einen Termin habe, weil der ist dann in den nächsten 2 Wochen komplett ausgebucht. Auf jeden Fall, ich kam an und ich hatte direkt in diesem, keine Ahnung, kennt ihr das, wenn man so direkt einen Menschen sympathisch findet oder nicht? Und man bewertet ja Menschen nicht nach dem Äußeren, aber irgendwie so der Eindruck, irgendwie so sagt einem das Innere irgendwas. Und dann sagt er so, ja, komm mal hin. Also du hast ja Schalter, oder? Ich so, ja, aber ich fahre jetzt Automatik bis zu den Sonderfahrten. Und dann war er erstmal so, okay, also bei mir steht, du fährst Schalter. Wer hat dir das gesagt? Lass mal ein bisschen Minuten ausplaudern. Und ich so, nein, ich fahre Automatik. Und dann haben wir erstmal 6 Minuten das Auto gesucht. Also ja, wenn nicht, dann fahren wir Schalter. Auf jeden Fall haben wir es dann gefunden. Also meine Stunde hätte um 8 Uhr angefangen. Um 8.15 Uhr saßen wir dann im Auto. Und dann haben wir nochmal 5 Minuten darauf verschwendet, dass ich nicht wusste, wie man irgendwie irgendwas anmacht. Der hat mich so angeguckt, der hat mir so ein mieses Gefühl gegeben, dass ich alles vergessen habe. Ich wusste nicht mehr, wie man den Schlüssel reinmacht. Und auf dem Schlüssel waren halt diese Batterie da, irgendwie so ein Quadrat. Und dachte mir so, hä, wo ist der Schlüssel? Und dann habe ich dieses Quadrat irgendwie in den Zündschloss geben wollen. Aber es hat halt von der Form und von allem nicht gepasst. Und ich schaue ihn so an und er so... Also man muss ja doch irgendwie Verständnis haben. Ich meine, ich bin ja jetzt ein paar Mal gefahren. Außerdem gibt mir halt... Also, der hat mich so nervös gemacht und war so ekelhaft. Ich so, ja, können Sie mir vielleicht helfen? Und er so, noch nie gemacht. Ich so... Und dann musste man irgendwie drauf drücken, dass der Schlüssel rausfährt. Auf jeden Fall mache ich das dann an. Und ich bin ja die ersten 4 Male Schalter gefahren. Das heißt, es ist zwar schwieriger, aber da hatte ich im Kopf, okay, zum Beispiel Rückwärtsgang, ne, so R und so. Und beim Automatik, der Automatik unterscheidet sich halt auch von anderen Autos. Genauso wie Schalter. Manchmal ist zum Beispiel die 2 oben. Ne? Und nicht unten. Dann ja, wusste ich irgendwie gar nicht, wie man den macht, weil bei dem anderen Auto musste man irgendwie einen Knopf drücken und hier musste man an den Seiten irgendwie was machen. Und er so, da saß ich eine Minute im Auto und schon konnte ich nicht mehr. Ja, dann habe ich das halt rausgemacht und also da hat es halt angefangen, dass ich so ein mieses Gefühl bekommen habe und gar nichts mehr konnte. Ja, das mit dem Spiegel zum Beispiel, jeder hat was anderes gesagt. Und der hat sich auch immer so wieder versprochen. Eher, wenn ich zum Beispiel den Fahrstreifen gewechselt habe und den Schulterblick gemacht habe, hat er gesagt, ich muss den nicht machen, nur beim Abbiegen. Und dann habe ich das beim nächsten Mal nicht gemacht, weil er gesagt hat, ich soll das nicht machen. Ich dachte, ich muss den Fahrstreifenwechsel machen. Irgendwie habe ich das so erwähnt. Also ja, musst du auch. So, hä? Also ja, ich mit dem zu diskutieren, Leute. Und der letztes Mal zum Beispiel, wir sind an der gleichen Straße abgebogen, nur eine Abbiegung oder 2 Abbiegungen vorher, aber das ist egal, weil wir sind abgebogen durch die Tramlinie. Und da hat er zu mir gemeint, der alte Fahrlehrer, wenn wir grün haben, hat die Tram auch grün. Das heißt, ich muss auch auf die Tram gucken. Und jetzt biegen wir so ein und ich stopp halt, weil ich auf die Tram gucken will. Und er sagt mir, fahren, 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 fahren. Ich so, aber wenn wir grün haben, hat doch die Tram auch grün. Also, nein. Halt so nervös. Manchmal bin ich fast als Geisterfahrer gefahren, weil da auch Baustelle war. Und ich irgendwie, ja, ich war die ganze Zeit unter Schock und Druck. Dann wollten wir abbiegen und ich hatte Vorfahrtstraße. Aber da ist ein Fahrradfahrer so, also wirklich, ich war hier und er war so, von hier, kam von hier. Und er ist einfach gerast. Und dann bin ich halt stehen geblieben. Also, fahren! Ich so, hä? Ich wusste gar nichts mehr. Also, was hast du denn hier falsch gemacht? Ich so, gar nichts. Also, ich wusste gar nicht, was er meint. Also, wer hat denn hier Vorfahrt? Ich so, ja, ich. Und warum bist du dann stehen geblieben? Ich so, ja, weil der Fahrradfahrer kam. Also, ja, aber du hast Vorfahrtstraße. Ich so, ja, aber soll ich denn jetzt zusammenfahren oder was? Also, klar, wenn du stehen bleibst, dann bleibt er nicht stehen. Ich so, ja, aber ich war ja schon ganz nah an ihm und der hat keine Absichten gemacht, stehen zu bleiben. Außerdem wollte ich mich auf Nummer sicher gehen, so, hä? Ich kann eigentlich einfach drauf losfahren, vor allem mit Fahrradfahren, ne? Man kennt es ja. Also, nein, nein.
Und dann, als wir stehen geblieben sind und er mir noch ein paar Sachen erklärt hat, hat er das nochmal darauf angesprochen. Er so, ja, wenn du Vorfahrt hast, dann kannst du auch fahren. Ich so, ja, aber man muss ja auch, also man kann nicht einfach losfahren, wenn da einer kommt, ne? Also wenn du Vorfahrtstraße hast und einer Fußgänger vor dir abbiegt, kannst du ja auch nicht drüber fahren. Also ja, und was, wenn es in der Prüfung ist und der dir dann fragt, was du dann falsch gemacht hast und warum du nicht gefahren bist? So, ja, ich kann doch, also ich kann doch Leute vorlassen. Also ja, wenn du es gut begründest. Also hä? Also ich verstehe gar nichts mehr die Welt. Dann war da abknickende Vorfahrtstraße, kurz danach, also kurz nach diesem Fahrradfahrer, 30 Sekunden später. Ich wollte mit mir eigentlich über die Gleise und die Gleise waren nach rechts. Also ich kam von hier und die Straße ging halt noch geradeaus, links und rechts. Und hier nach rechts war die abknickende Vorfahrtstraße. Und also, ja, wir fahren geradeaus. Und dann wollte ich natürlich geradeaus fahren. Also, wo fährst du hin? Ich so, ja, geradeaus. Und dann hat das Auto so richtig gestoppt. Wo ist geradeaus? Ich so, ja, da. Er so, okay, okay, wir fahren jetzt weiter nach links. Und dann die Linksstraße war halt, ich habe dich fast gar nicht gesehen, weil da waren parkende Autos und die war vielleicht, keine Ahnung, richtig eng. Ich so, hier hin. Er so, ja, das ist links. Und ich habe ein paar Mal so rechts und links verwechselt, weil ich konnte gar nichts mehr. Er meint so, ja, die Vorfahrtstraße geht nach rechts. Also das ist das geradeaus. Ich so, ja, und die Straße geht aber auch so geradeaus. Was hätten sie mir gesagt, wenn ich hierhin hätte fahren müssen? So, hä? Dann sag doch halt irgendwie, ich bin ja erst nur ein paar Mal gefahren. Ja, dann drück dich halt besser aus. Ich kann das ja nicht wissen. Ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen. Dann, als wir eingeparkt sind, gegen Ende, da... Ich wusste gar nicht, was er will, weil die Fahrschule ist halt direkt da gewesen und manchmal packen die Autos halt ja außen rum. Aber ich weiß ja nicht, was er hätte machen wollen, weil wir hatten eigentlich noch 10 Minuten. Bleibt der Brute stehen und sagt so, ja, zu diesem schwarzen Auto. Und da waren halt irgendwie 5 schwarze Autos. Aber wir sind halt so ganz weit hinten eingefahren und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Und dann fahre ich so nach hinten, er so, zum schwarzen Auto. Und ich war so, hä, wohin? Also, ja, siehst du nicht das schwarze Auto? Und dann habe ich das vordere schwarze Auto gesehen und einfach mal auf Glück bin ich nach vorne gefahren. Aber das Problem ist, vor dem schwarzen Auto und hinter dem schwarzen Auto war eine Parklücke. Leute, und dann wollte er, dass ich vorwärts einparke, aber wir haben zum Beispiel halt nur rückwärts parken geübt. Also, das war einfach die schlimmste Fahrstunde. Wie gesagt, wir haben... Er hat 10 Minuten hat er früher ausgemacht, dann man muss halt immer so unterschreiben. Also das, was er fährt zum Unterschreiben, hat er mir direkt gegeben. So direkt, als wir uns ins Auto gesetzt haben, ne? Schon mal die Unterschrift abgeholt. Die anderen haben es am Ende gemacht. Aber als ich ihm mein Heft gegeben habe, damit er bei mir unterschreibt, dass ich die Fahrstunde durchgefahren bin, und obwohl er 10 Minuten früher ausgemacht hat, habe ich ihm so gegeben, können Sie unterschreiben. So, Leute, also... Zu dem gehe ich auf jeden Fall nicht mehr hin. Jetzt ist halt die Frage, ob ich bis Montag warte und irgendwie, wenn ich Zeit habe, dahin komme zum Büro und nachfrage oder ob ich den vom letzten Mal schreibe. Ja, ich bin einfach komplett durch für diese Stunde. Komplett. Ah ja, jetzt habe ich noch was vergessen zu sagen, da wo wir stehen geblieben sind und mir ein paar Sachen erklärt hat, also meine Fehler. Hat er mir eine abknickende Vorfahrtstraße gezeichnet. Abknickende Vorfahrtstraße ist ja das Vorfahrtszeichen und unten drunter ist halt der Straßenverlauf und die, also da, wo man Vorfahrt hat, da ist halt die Vorfahrt dick markiert. Und er meint mir dieses Vorfahrtsschild, diesen Straßenverlauf, aber macht das nicht fett. Und er so, ja, wo haben wir denn hier Vorfahrt? Ich so, hä? Also ich so, ja, da, wo die dick markierte Streifen ist. Und wo ist sie hier? Und der hat halt gar nichts dick ausgemalt. Das waren einfach nur so links, rechts, geradeaus und nach hinten. Und da habe ich einfach mal so wieder auf gut Glück gesagt, nach rechts. Also ja, Leute, also... Ich weiß nicht, wie der Fahrlehrer geworden ist. Und so, was beim Einsteigen ist, man muss ja, um den Motor anzumachen, oder der hat mich so verwirrt, ich bin mir gerade bei allem unsicher. Wenn man den Gang einlegt, dann muss man vielleicht auch die Bremse drücken. Auf jeden Fall beim Starten muss man die Bremse drücken. Und ich habe die Bremse mit dem Gas vertauscht. Ich habe das Gas gedrückt und die Zündung. Und er schaut mich an. Ich lag jetzt ein bisschen, weil gestern oder heute habe ich... Ich weiß nicht, ob ich gestern Abend oder heute... Nee, heute Morgen habe ich nichts mehr geschnitten. Gestern Abend den letzten Vlog. Also auf jeden Fall habe ich gestern Abend oder jetzt nach der Fahrschule die letzten Vlogs vom Dezember geschnitten und hochgeladen. Und danach hatte ich ab dem Ende Dezember mit der Kamera weiter erst ab März gefilmt, weil da der Speicher voll war und dann hatte ich auch keinen Bock mehr zu filmen, zu schneiden. Deswegen
ja, habe ich jetzt den Dezember durch gemacht. Und jetzt mache ich jetzt alles vom Handy. Auf dem Handy schneide das alles. Ja, damit ich ein bisschen aufhole, damit ich ein bisschen frei mache. Und meine Eltern fahren jetzt zur Oma ins Krankenhaus. Besuchen sie ein bisschen, bringen ihr ein bisschen Früchte vorbei. Meine Schwester geht wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie dann der Plan ist, ob die dann zurückkommen und wir irgendwie spazieren gehen, weil die werden sicherlich nicht zu Hause bleiben. Das ist 14 Uhr. Wie gehst du raus? Nee, ich tue nur so. Ah ja, Kannst auf du mir jeden helfen, Fall. zumachen? Wohin gehst du? Keine Ahnung, Mama. So, der Plan hat sich geändert. Mein Vater und meine Schwester fahren jetzt ins Krankenhaus. Der was abgeben, meine Oma. Meine Mutter hat Fleisch, Blinis gemacht und noch Früchte. Und dann wollten die eigentlich in der Stadt weiter spazieren gehen. Und dann hat meine Mutter den Vorschlag gebracht, weil ich sehe gerade meine Lichterkette ist zum Teil irgendwie von der Wand abgekommen, aber hängt immer noch. Und wir wegfahren können, irgendwo ein bisschen spazieren, also nicht weit weg, aber irgendwo hier. Und ja, deswegen fahren die dorthin und wieder zurück. Gibt es vielleicht Abendessen oder vielleicht noch nicht Abendessen, weil wir fahren jetzt nicht um 9. Und dann der Plan jetzt, dass wir in so eine Arkade fahren, der ein bisschen gucken und dann dort im Park spazieren gehen, weil dann am Abend ist es nicht mehr so heiß. Wir sind wie gesagt in Arkade gefahren und haben bei Douglas, der Mutter, was zusätzlich geholt zum Geburtstag. Ja, also außer so ein paar Sachen von meiner Mutter haben wir nichts mehr gefunden. Irgendwie fallen mir auch langsam zu. Mein Vater erwähnt. Also erstens mal, ne, gestern, oder wann war das? Wuppertal, gestern glaube ich, ist mein Gefühl davon aufgewacht von dieser Neuigkeit, von diesem U-Boot. Und heute wacht man auf mit der Neuigkeit vom inländischen Krieg in Russland. Aber das hat sich jetzt auch so schnell, wie es ja, angefangen hat, angefangen. Wie die Nachricht gekommen ist, ist auch wieder erloschen, dass sie sich zusammengezogen haben. Die Wagner-Truppe. Und jetzt hat mein Vater noch am Abend erwähnt, dass sie ja vor ein paar Tagen die Sommersonnenwende war oder Wintersonnenwende. Also wo es halt anfängt, wieder jeden Tag dunkler zu werden. Das hat mich so deprimiert, weil der Sommer für mich irgendwie gar nicht erst richtig angefangen hat. Und so nicht mehr Juli, August ist und schon jetzt anfängt, jeden Tag dunkler zu werden. Das hat mich deprimiert irgendwie.